Hallo, heute heißt es wieder Lou for You. Heute kommen 10 Fakten über mich. Weil ein Mädchen hat mir auf Instagram geschrieben, die heißt 30.9love und sie hat mir geschrieben: Hey Lou, ich muss ein Referat über dich halten, da wir eins über unseren liebsten YouTuber halten sollen. Es wäre nett, wenn du mir ein paar Fakten über dich schreiben könntest. Habe ich natürlich geschrieben, ja natürlich. Und liebe 30.9love, ich mache jetzt ein Video darüber und wenn du dieses Video siehst, dann musst du dir gar nichts mehr schreiben. Also fangen wir direkt an. Erstens, ich liebe Katzen, wie man auch auf meinem schönen T-Shirt sieht. Die Kätzchen. Ich habe aber leider eine Katzenallergie. Also wir hatten mal eine Katze, aber die ist gestorben. Sie hat meine Mutter gehört. War sehr schade, die ist Romeo und ich fand es sehr schade, dass sie gestorben ist. Aber ich weiß nicht, früher habe ich glaube ich nicht allergisch auf ihn reagiert. Da war das einfach ganz normal, aber jetzt reagiere ich allergisch auf Katzen. Schade. Zweitens. Also, ich habe als erste Fremdsprache Französisch genommen. Manche fragen sich jetzt wieso. Ich mag Englisch auch, es ist eine schöne Sprache, aber Französisch, ich wollte schon immer mal nach Frankreich fahren und was bringt mir Frankreich, wenn ich nicht gut Französisch kann? Das bringt mir eigentlich so gar nichts, deswegen sage ich, ich nehme von Anfang an Französisch und das ist doch gut so. Drittens. Also alle meine Freunde nennen mich Lou. So ist auch mein YouTube-Name übrigens entstanden. Aber eigentlich heiße ich Luisa und mein zweiter Vorname ist Francesca. Also Luisa Francesca. Aber ich bin für euch und für meine Freunde nur Lou. Viertens. Meine Schwester hat das Down-Syndrom, auch bekannt als Trisomie 21. Ja, und manche fragen mich auch in Videos, hat sie Down-Syndrom oder ist sie behindert? Und ja, das ist so. Und ich schäme mich nicht dafür, dass meine Schwester so ist. Ich finde es gut so, dass sie so ist. Naja, ich wäre jetzt nicht traurig gewesen, wenn sie nicht so ist. Ich bin auch nicht traurig gewesen, dass sie so ist. Sie ist, wie sie ist und so habe ich sie auch lieb. Und am Welt-Down-Syndrom-Tag kommt ein Video raus. Tut mir leid, dass ich mich gerade versprochen habe. Fünftens. Meine Mutter heißt Martina und sie steht auch hinter der Kamera und schneidet und winkt. Und sie hat seit 2010 ihren Blog, der heißt Julinas Welt. Und da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und dann geht's auch weiter. Sechstens. Ich liebe Pizza, Pommes, Döner und Zartbitterschokolade. I love you. Schokolade. Ich will schon jetzt nichts voressen. Aber jetzt kommt auch schon siebtens. Also ich habe im Sommer 2014 surfen gelernt in Makkum. In Holland. Ich fahre gerne nach Holland. Und man hat mir auch gesagt, dass ich eigentlich zu leicht dafür bin, um zu wenden oder überhaupt auf dem Board die Balance zu halten. Aber ich habe es trotzdem probiert und ich habe es auch geschafft. 2015 hat mein Vater dann einen Surfkurs gemacht und ich habe nochmal mitgemacht. Und 2016 habe ich mir dann mal Ruhe gegönnt. 2017, weiß noch nicht. Ich fahre wieder nach Makkum auf jeden Fall. Und vielleicht stehe ich sogar wieder auf dem Surfboard. Ich denke eigentlich schon. Fakt Nummer 8. Ich liebe Soluna. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Hier sieht man auch die neue Zeitschrift, die ich bekommen habe. Das Überraschungsvideo von meiner Mutter. Also,
sie hat mich wirklich super damit überrascht und ich liebe Sailor Luna. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues, aber ich dachte, ich erwähne es nochmal. Fakt Nummer 9. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Wenn es unbedingt bunt sein muss, dann türkis. Das hat man auch an meinem Weihnachtskleid gesehen. Ich finde, das war so ein blau-türkis-Ton. Und leider ist mein ganzes Zimmer pink. Genau das Gegenteil von schwarz. Obwohl schwarz eigentlich gar keine Farbe ist. Meine Mutter sagt, ich habe gerade eben gerülpst. Aber das stimmt nicht. Und falls ihr euch jetzt fragt, das ist nicht Fakt Nummer 10. Ich habe mich versprochen, ich habe nicht gerülpst. Bewohnt. Okay, jetzt kommt Fakt Nummer 10. Mutter. Ich habe Nummer 10 vergessen. Aber jetzt kommt's. Meine Lieblings-YouTuber sind Bibi's Beauty Palace, Dagi B, Julienko und Julien Bam. Das war's eigentlich. Weil ihr mich immer fragt, ich habe Musical.ly, Instagram und kein Snapchat. Am besten erreicht ihr mich aber über Instagram, weil das ist auf meinem iPhone. Und Musical.ly ist auf dem iPhone meiner Mutter. Das muss ich mir dann immer leihen. Und da könnt ihr mich dann nicht so gut erreichen wie auf meinem Instagram. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Lou for you.